Zack. Dann verlegen wir den Schachraum in Anführungsstrichen doch mal nach da hinten. So. Oh Bauer, was geht? Ein bisschen reden. Du kannst dann auch eigentlich gleich mal frühstücken, habe ich gehört. Genau, nimm dir mal was. Dann kannst du auch weiterreden. So, Jesus, wie geht's dir? Du bist immer noch voll fertig, dass du die Merkel nackt gesehen hast. Das macht aber nichts. Ich glaube, mit dir werde ich dann mal ein bisschen was unternehmen. Ich glaube, Jesus kann gleich mal ein bisschen angeln. Philpo, Wampo, Grihau, Tabe, Squamish, Nibanu, Trifa. Barack Obama hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Oh mein Gott, ey. Parsifei Froben, Nemino, Quar. Ich bin am überlegen, inwiefern wir hier noch anbauen könnten. Was möchte Jesus denn machen? Jemandem Unsicherheiten mitteilen, weil beschämt. Ja, hier, das kannst du auch direkt bei ihm machen. So, warte mal. Unsicherheit mitteilen. So, komm. Dann sprich dich mal aus. Oh mein Gott, ich habe die Merkel nackt gesehen. Das war so schrecklich. Zuspruch am Spiegel geben. Ja, das kannst du auch machen, nehmen wir hier einen Spiegel. Sich selbst Zuspruch geben. So, Jesus braucht erstmal ein bisschen Momentum hier. So geht das ja nicht. Ja, komm, jetzt ist mal hier genug gelabert. Jesus, gib Gas, wir haben was vor heute. Njam, 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 njam. Ne, schmeckt, ne? Sind ja schließlich deine eigenen. Lol. Schlechter Nachgeschmack. Das Essen war nicht sehr lecker. Ja, super, ey. Lol. Was? Outfits ausprobieren? Nein, das wollte ich nicht machen. Weg, 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 weg. Hier hingehen. Unwohl. So, hier, du suchst jetzt erstmal bei der Merkel ein anderes Outfit. Outfit ändern, Sportkleidung, komm. Jesus, zieh dich mal ein bisschen sportlich an hier. Und? Ja, das ist sportlich, sehr sportlich. So, Jesus, weißt du was? Du gehst jetzt mal angeln. Du bist ja gerne an der freien Natur, dann zeig mal, was du drauf hast. So, was macht Obama? Unwohl, ja, das Essen war echt nicht gut, ey. Ja, Jesus, ey, das ist aber Bullshit gebaut. So, komm. Dann hau mal raus hier. Jesus hat die Angelfähigkeit erlernt. Boah, lecker, ey. Erstmal diesem Tümpel hier was angeln. Ob das was wird? Jesus müsste auch dann nachher mal aufs Klo. Ja, komm, hol dir den. Jesus, du schaffst es. Jesus! Nach den 10 Pilzen kommt ein Fisch. Ja. Na, Jesus, ob das was wird. So, wir springen mal zu Obama. Was macht der denn gerade? Sims Forever spielen. Schnelle Mahlzeit essen. Nur was trinken, okay. Danach gehst du mal aufs Klo. Jesus ist verspielt. Na klar, er angelt ja auch gerade. Ich hoffe, er holt da was. So, wir haben schon 11 Uhr. Okay, Ben Laden macht erstmal Liegestütze. Telefon. Veronika Krämer möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ja, von mir aus doch. Von mir aus doch sollen sie vorbeikommen. Hat er irgendwelche Algen rausgefischt? Ja, super, ey. Ja, du kannst ruhig reinkommen. Sie hat angeklopft, aber niemand macht auf.
Hier, mach mal auf. Bitten zu gehen, lustig vorstellen, freundlich vorstellen. Hier. Obama, steh deinen... Lol. Jetzt geht's einfach rein. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Jesus. Er sollte woanders angeln, bis seine Fähigkeit hoch genug ist. Na, das hat ja super funktioniert. So, Jesus, dann geh doch mal zu deiner Freundin hier. Verrückt anfunkeln. Koketten Witz machen. Mhm. Gemeinsames Foto machen. Anmachspruch. Hier, komm, Jesus, mach mal einen Anmachspruch. Alter, wie Obama lacht, oder ist es Bin Laden? Unerfreuliche Umgebung. LOL! What the fucking hell? Jesus, du gehst jetzt mal aufs Klo. Bin Laden, reparier das. Bin Laden, gib Gas, Alter. Alter. Jesus? Geh auf den Pott. Boah, Bin Laden, gib Gas, Alter. Mach da Teile. Das hier könnte auch mal gewaschen werden. So, Bin Laden ist auch geschickt. Das macht sich für seine Bankwaffe sicherlich gut. Boah, Alter, ist das widerlich, ey. Erst geht das Klo kaputt und jetzt auch noch hier der Wasserhahn in der Küche, ey. Das geht ja so gar nicht. So. Hände waschen, Zähne putzen, säubern. Jesus, macht das Ding mal dann gleich sauber. Alter. Obama, wo du gerade schon mal hier bist, du kannst das säubern. Okay, mach schon freiwillig. Ja, das ist doch mal gemeinsame Hausarbeit. Obama macht das Klo sauber. Jesus macht das Ding hier sauber. Und Bin Laden ist ja immer noch dabei, die Sauerei zu. Ach du Scheiße, was für eine Chaos-WG. Und sie guckt fern. Sehr gut. So, Jesus. Was ist das denn hier? Im Aufräumen. Hier. Räum das Ding mal da unten weg. Ich glaube, das gehört Obama, aber scheiß drauf. So, Bin Laden, hast du es geschafft? Teile plündern, wegwerfen. Hier, bring mal den Müll raus, ey. Es ist ja widerlich, ey. So, Jesus, aufwischen. Go, go, go. Ne, nicht ins Bett gehen. Es gibt hier noch zu tun. Oh, guck mal an. Was macht ihn jetzt? Bringt ihr den Müll für uns raus? Wie geil ist das denn? Boah, hammer nett, ey. Jesus ist verspielt. Ja. So, Bin Laden, du hast Hunger. Was haben wir hier denn? Pfannkuchen? Nochmal Pfannkuchen? Achso, die nimmt sich erstmal Pfannkuchen. Ja, hier, Bin Laden, dann snack du dir auch mal was. Oh Mann, ey, hier jetzt echt drunter und drüber. So, Obama geht's ganz gut. Haben die sich eigentlich schon mal die Zähne geputzt? Komm, Jesus, sei mal ein gutes Vorbild und putze dir die Zähne. Ja, sehr gut. Jesus, super machst du das. Super, super, super. Selbstsicher. Mutigen Anmachspruch bei jemandem ablassen. Ja, dann mach das doch mal hier. Unglaubliche Geschichte. Jesus hat die Logikfähigkeit erhalten, okay. Boah, komm hier. Mitspielen. So, hör mal auf zu labern. Obama, du hast ein Duell vor dir. Obama gegen Jesus beim Schach. Obama, komm, trau dich. Na, jetzt bin ich aber gespannt hier.
So, warte mal, wir zoomen mal ein bisschen ran zu dem Duell des Jahrtausends. Obama gegen Jesus beim Schach. Und auch Obama hat jetzt die Logikfähigkeit. Angie hat heute 136 7 Monats mit nach Hause gebracht. Das ist phänomenal. Mhm. Wer wird dieses Duell gewinnen? Obama gegen Jesus. Schäfflet. Babsene. Bim Caro, Sam. Lol. Obama hat gecheatet. Obama hat beim Schach betrogen. Ja. Kleiner Cheater. Nix kriegt er auf Reihe. So, okay. Die ist jetzt auch hier. Jesus ist müde. Okay, was möchte sie? Geht die zu Hause oder was? Was macht die denn jetzt? Geht die jetzt? Ich glaube, die geht echt. Und da ist sie despawned. Natürlich. Nickerchen machen, okay. Aktuellen Kanal schauen. Tja, jetzt spielt Obama gegen sich selber Schach. Tja, das ist natürlich kacke, ne? Da kann man natürlich nicht bescheißen. So, was haben wir aus in circa einer Stunde zur Arbeit? Natürlich mal doch. So, Energie, Hygiene würde ich sagen. Jetzt mal duschen. Nee. Nein. Oh, fuck. Ich hab's noch versucht zu verhindern. Die Merkel nackt zu sehen, das übersteht keiner wirklich. Na komm hier. Geh duschen. So. Selbst in niedrigen Witz erzählen. Ah ja. So, um 17 Uhr muss Bin Laden los. Ja, Merkel, was ist denn jetzt schon wieder? Jemand anrufen? Ja, dann ruft doch jemand an. Service engagieren, was ist das eigentlich? Pizzaservice, einmalige Haushaltshilfe, regelmäßige. Aber geil, wir können den Pizzaservice anrufen, okay. Ja, du willst jemanden, du willst jemanden anrufen. Ist eigentlich so eine Pussy. Spaß möchtest du haben. Hier dann, witzig, Web, im Internet surfen. Angie surft jetzt mal ein bisschen im Internet. Wir wissen ja, für Angie ist das Internet Neuland. So, komm, du bist mal fertig. Ab zur Arbeit, Obama, Osama. Hat doch Spaß, ich krieg das nie aus, glaube ich. So, komm. Was eigentlich mit Obama? Muss der heute nicht? Bin Laden ist auf jeden Fall zur Arbeit. Der muss heute scheinbar nicht arbeiten, wie es aussieht. Ich würde mal gerne den Grill ausprobieren. Hot Dogs, Hamburger, Veggie Burger. Hammer geil, Tofu Burger. Hier, Obama, mach mal einen Veggie Burger. So, jetzt bin ich immer gespannt, ey. Na? Es scheint ihm Spaß zu machen. So, Merkel. Das könntest du bitte erstmal noch aufräumen. Die Sachen da stinken. So, hat hier noch irgendjemand Hunger? Jesus vielleicht? Ja, Jesus, Sigi! Hier, Jesus, erstmal einen geilen Veggie-Burger. So, ein Gericht nehmen. Ist da Post gekommen? Ich glaube, da ist eben echt Post gekommen.